118 junge Menschen leben in den Einrichtungen der Sophienpflege. 116 davon sind männlich, nur 2 davon weiblich. Dort werden sie auf die Verselbstständigung vorbereitet, den Übergang in ein selbstorganisiertes Erwachsenenleben. Und dann geht es natürlich sozusagen im Alltagsleben darum, dass die jungen Leute lernen, sozusagen die Wäsche selber zu waschen, eine Einkaufsliste zu erstellen, sich fürs Wochenende technisch gut zu versorgen und aber auch mit dementsprechenden Equipment, was noch so notwendig ist, was man eben halt auch vorhat, also auch in eine Planung zu gehen. Das, was wir ja auch freitags tun fürs Wochenende zum Beispiel. Dazu gehört auch, selbstständig in einer eigenen Wohnung zu leben, entweder alleine oder in einer Art WG zu zweit. Das ist laut Mitarbeitern der Sophienpflege ein essentieller Bestandteil der Integration. Allerdings mangelt es speziell im Landkreis Tübingen an Wohnungen, nicht nur für die jungen Geflüchteten. Also der Wohnungsmarkt hier im Landkreis Tübingen ist natürlich auch durch die studentische Situation eng. Wir haben einen angespannten Wohnungsmarkt und da findet sicherlich sowas auch wie ein bisschen so ein Verdrängungswettbewerb statt zwischen den Studierenden und unseren unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, die jetzt auch auf dem Weg in die Verselbstständigung sind. Für die Vermieter sei die Aufnahme von Geflüchteten durchaus auch mit Vorteilen verbunden. Die Jugendhilfe würde die Mietzahlungen übernehmen und damit seien geregelte Mieteinnahmen garantiert. Die Lage der Wohnung spielt dabei auch eine zentrale Rolle. Durch Ausbildungs- und Schulweg brauchen die Geflüchteten Wohnungen, die verkehrsgünstig gelegen sind. Die unbegleiteten Geflüchteten fühlen sich mittlerweile in der Sophienpflege wohl. Dennoch wünschen sie sich, in eigene Wohnungen einziehen zu können, um ihr weiteres Leben selbst gestalten zu können. Am Früher war ganz schwierig mit dem Sprache, kann es nicht auf klarkommen, wenn die Betreuer sagen oder wenn alle was sagen. Und jetzt war, ich verstehe Deutsch ganz gut und dann kann ich jetzt alles auf klarkommen. Bei mir ist es alles noch nur in der Wohngruppe. Und allein wohnen auch gut für mich, wenn ich für mich sage, für mich ist gut, weil alleine alles machen möchte und alleine mein Leben weitermachen möchte. Momentan sucht die Sophienpflege Wohnungen für insgesamt 15 Jugendliche. 10 davon sind unbegleitete jugendliche Geflüchtete und 5 davon deutsche Jugendliche.